The Elder Scrolls 5. Hallo meine lieben Gamersuchtis hier auf meinem Kanal im Skyrim The Elder Scrolls 5. Und wir starten jetzt gerade hier unser Abenteuer in einer angeblich riesigen Fantasy-Welt. Hey, endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Den Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Der Scharfrichter, ja super. Dann werden wir ja wohl nicht mehr lange auf dieser Welt weilen. Bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Ich glaube, wir sind angekommen. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht. Ob das was bringt? Habe ich mir fast gedacht. Nee. Wartet. Eigentlich ja schon. Sonst wird das Abenteuer ja jetzt schon vorbei. Wer seid ihr? Ah, jetzt können wir die Klasse auswählen. Ich kenne mich ja schon ein bisschen in Skyrim Online aus. Also wir haben hier wirklich alle Charaktere. Agronia, Bretonen, Dunkelelfen, Hochelfen, Kaiserliche. Was nehmen wir denn? Khajiit für Magie. North. Rotwadrone. Die von Natur aus besten Krieger Tamriels, die Rotwadronen aus Hammerfell, sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Sie sind in der Lage, im Kampf die Kraft des Adrenalinschub einzusetzen. Waldelfen.
Der Volksstamm aus den Wäldern der westlichen Wallenwald ist auch als Bosmer oder Bosmer bekannt. Waldelfen sind gute Kundschafter und Diebe und in ganz Tamriel gibt es keine besseren Schützen. Sie sind von Natur aus resistent gegen Gifte und Krankheiten und sie befehlen Tiere mit der Kraft Tier beherrschen, für sie zu kämpfen. Das hört sich aber auch verdammt gut an. Schütze. Oder spielen wir lieber einen Magier? Richtig schönen, starken Magier. Okay, die sind bekannt dafür, die Magika schnell zu regenerieren, was auch nicht schlecht ist. Widerstand gegen Feuer, Schleich und große magische Kräfte. Okay, Bretone. Scharfsinniges Verständnis der Zauberkunst. Okay, rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen von Hof als ihre Widerstands gegen Magie. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Oder einen Argonia. Können Wasser atmen. Okay. Heilende Haut. Gesundheit sehr schnell. Okay, die können Gesundheit sehr schnell regenerieren. Ja, ich weiß das nicht. Sollen wir einen Schützen, also einen Waldelfen spielen, der halt irgendwelche Tiere für sich befehligen kann? Einen Rotwadronen, halt einen waschechten Krieger? Oder sollen wir eher sowas... Also was Magisches nehmen. Ich bin ja eigentlich immer eher so der Fernkämpfer, so der Magier. Aber die halten meistens nicht so viel aus. Dunkelelf wäre natürlich schon cool. Ich glaube, wir machen einen Krieger. Ich glaube, ich nehme hier so einen Rotwadron. Ja, nimm mal einen Rotwadron. Körper, Geschlecht, männlich oder weiblich? Wir nehmen einen männlichen. Vorgaben. Der sieht cool aus. Ich glaube, wir nehmen den. Der ist nice. Nimm mal den. Hautfarbe. Machen wir mal. Ja, lass mal einfach so. Gewicht. Spargeldürr oder kräftig? Wir nehmen natürlich einen kräftigen Kopf. Schmutz. Okay. Kann man, irgendwie sieht man das gar nicht. Narben finde ich persönlich immer irgendwie nice. Ich weiß nicht. Das zeigt so ein bisschen hier sowas. Ja, sowas ist cool. Kriegsbemalung finde ich auch immer nice. Oh, sowas. Das ist geil. Okay, das sieht aus, als hätte er irgendwie Lippenstift. Nee, das sieht irgendwie doof aus. Aber ich weiß nicht, ich bin doch irgendwie nicht ganz zufrieden mit der Rasse. Ah, ich weiß nicht. Oh Mann.
hier, das ist doch was. Sie sind geschickt in Kampfkunst und Magie. Wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als an alle anderen. Mit der Kraftstimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Ja, komm. Ich nehme so einen Misch. Ja, komm. Ich nehme einen Misch und ich nehme jetzt weiblich. Ein weiblichen Charakter. Obwohl die alle ja nicht so jetzt die Schönheiten sind. Der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Film Gladiator. An den Schauspieler. Ah komm, wir nehmen den. Ja, nehmen wir das. Nee, da ändern wir jetzt nichts. Augenform. Ah, okay, wir können also größere, bösere Augen machen. Das sieht so ein bisschen verträumt aus. Ich glaube, ich nehme das erste. Augenfarbe. Ja, so like a zombie. Vorstand. Kinnlänge, Kinnvorstand, Lippenfarbe. Haare. Friseurchen. Ey. Nice. Das sieht richtig böse aus. Das ist cool. Ja, so hab ich die fast. Okay, nee, doch nicht. Ja, das könnte ein Freund von mir sein. Von den Haaren her. Ja, ich mach dir so. Also Elvis Presley. Mach mal schwarz. So, ich würde sagen, wir sind fertig. Wir lassen das jetzt einfach so. Das ist okay. Name natürlich, wie immer, der Black Mamba. Ihr seid weit weg von der Kaiserstadt. Was tut ihr in Himmelsrand?
Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht plündern, nicht auf der Liste. Stehlen, morden. Was denn sonst? Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Sirodi'il zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Rebell aus Sirodi'il, ihr seid dran. Oh Mann. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Na, das bin dann wohl ich. Schön weitergehen. Na. Oh shit. Wachposten, was habt ihr gesehen? Gegen den Wolken! Den Göttern, ein Drache! Wie ist das möglich? Ja, nice. Ja, ist mir schon klar. Dir hinterher? Ja, dann lauf doch. Boah, ist ja alles so verschwommen, ist das normal? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Nick. Ich muss mal die Mausempfindlichkeit mal gerade ein bisschen umstellen. Die ist irgendwie mega scheiße. Rechte Hand, Tab. Ja, nee, ich will einfach nur Maus. Geschwindigkeit. Schnell, Statistik. Karte. Einstellungen? Vielleicht da? Cursor-Empfindlichkeit. Brennen keine Dörfer nieder. Ja, besser. Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Mir nach. Den Turm hinauf. Wir müssen nur ein... Oh. Oh, shit. Wow. Alles klar. Auf der anderen Seite, springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los! Was ernsthaft wir folgen euch, oh, sobald wir können. Wow, okay. Hier ist der Typ. Komm, ja. Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Torwolf! Oh, wow, wow, wow. Und jetzt? Noch am Leben. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt.
Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Aber kann man den nicht lauter machen? Okay, Stimmen sind auf laut. Na gut. Die Götter mögen euch leiten, Ad. Bleibt nah bei der Wand. Oh shit. Ja, dann geh doch. Lauf, 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 mein Lieber. Ja, was willst du gegen so ein Tier machen? Aus dem Weg! Wir fliehen, Harald! Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Wie beim Reich des Verlusts. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sogengarbe. Los, in die Festung! Mit mir gefangen. Ah, ne, ich geh mit meinen Leuten. Ich hoffe, das war jetzt der richtige Weg.